Willkommen beim Screencast Bash Kommandoausführung. Ich öffne ein Terminal, gehe auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Um ein Kommando auszuführen, gibt man einfach den Befehl ein, drückt Enter und wartet auf das Ergebnis, zum Beispiel ls, Leerzeichen, minus l, Enter, um den Inhalt des aktuellen Ordners anzuzeigen. Was aber, wenn der Prozess sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich lange warten muss, bevor ich den nächsten Befehl eingeben kann? Die Lösung dazu: entweder ich öffne ein zweites Terminalfenster, springe mit der Maus auf Datei, neues Terminal oder drücke die Tasten Shift, Steuerungstaste und N. So öffnet sich ein zweites Terminalfenster und ich gebe dort die weiteren Kommandos ein. Oder ich gehe auf Datei, neuer Reiter oder drücke die Tasten Shift, Steuerungstaste und T. So öffnet sich ein zweiter Reiter und ich gebe dort die weiteren Befehle ein. Wenn ich vorher schon weiß, dass die Kommandoausführung sehr zeitaufwendig verläuft, kann ich das Kommando im Hintergrund ausführen lassen. Ich füge einfach ein Unzeichen nach dem eigentlichen Kommando hinzu. Das sieht dann so aus: Org 1, 2, 3, Leerzeichen, minus Q, Leerzeichen, Musik.org als eigentliches Kommando. Org 1, 2, 3, um Org Vorbis-Dateien abzuspielen, minus Q. Es gibt keine Ausgabe. Dann Leerzeichen und das Unzeichen, Enter. So verläuft das Ganze im Hintergrund ab und ich kann weitere Kommandos eingeben. Es wird die Jobnummer ganz vorne angezeigt und danach die Prozessidentifikationsnummer. Alle laufenden Jobs listet man mit dem Befehl Jobs Enter auf. Soll ein Prozess wieder im Vordergrund laufen, gibt man ein FG, Leerzeichen, Prozentzeichen, dann die Jobnummer, das wäre in diesem Fall 1, Enter, so verläuft Org 1, 2, 3 wieder im Vordergrund. Wusste ich vorher noch nicht, dass der Prozess so lange anhält, kann ich den Prozess auch später noch in den Hintergrund verschieben. Ich stoppe den Prozess mit der Steuerungstaste und Z und tippe BG, Enter ein. Sollen die Kommandoausgaben nicht angezeigt werden, leite ich die Ausgabe zur Schnittstelle 0 mit größer als Leerzeichen Schrägstrich def Schrägstrich 0. Sind die Fehlermeldungen ebenfalls uninteressant, füge ich noch nach dem größer als ein Unzeichen hinzu. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: Org 1, 2, 3, Leerzeichen, nun die Datei, Musik.org, diesmal ohne minus Q, da es ja diesmal Ausgaben geben soll. Jetzt Leerzeichen, größer als, Unzeichen, Leerzeichen, Schrägstrich, def, Schrägstrich, 0. So werden die Ausgaben und die Fehlermeldungen ins Nichts verschoben. Nun Leerzeichen und das Unzeichen. So läuft der Prozess im Hintergrund ab. Gebe ich nach dem Unzeichen, was das vorher stehende Kommando in den Hintergrund bringt, ein zweites Kommando an, wird dieses im Vordergrund durchgeführt, als Beispiel UName für Systeminformationen, Leerzeichen und, so verläuft UName im Hintergrund, Leerzeichen, dann Date für Zeitinformationen, das verläuft im Vordergrund. Gebe ich zwei Kommandos getrennt durch ein Semikolon ein, werden diese nacheinander im Vordergrund ausgeführt,
als Beispiel Name, Semikolon, Leerzeichen, Date. Sollen zwei Kommandos von derselben Shell ausgeführt werden, stecke ich die zwei Befehle in Klammern. Ich tippe ein Klammer auf, Uname, Semikolon, Leerzeichen, Date, Klammer zu, Leerzeichen, größer als, Leerzeichen, dann eine Datei. So werden die Ausgaben von Uname und Date in eine Datei geschrieben. Enter. Ich kann mir den Inhalt der Datei nochmal anschauen mit cat, Leerzeichen, dann den Namen der Datei. Enter. Bedingte Kommandoausführung ist durch die Zeichenkette und senkrechter Strich zwischen zwei Kommandos möglich. Zum Beispiel Name, Leerzeichen und Leerzeichen, Date als zweites Kommando. So wird Kommando 2, also Date, nur ausgeführt, wenn Kommando 1, das wäre Uname, erfolgreich war. Das ist hier der Fall. Oder Uname, Leerzeichen, senkrechter Strich, Leerzeichen, Date, Enter. Kommando 2 Date wird so nur ausgeführt, wenn Kommando 1 nicht erfolgreich war, aber Uname war erfolgreich, also wird Date nicht ausgeführt. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg beim Probieren. Bis zum nächsten Mal.